Edelmann Nummer 1, Gernot aus Kärnten. Der bodenständige Naturfreund und Immobilienmakler will endlich seine Traumfrau finden. Hallo, ich bin der Gernot, bin 41 Jahre alt, wohne in Techelsberg. Das ist eine Wörthersee-Gemeinde. Ich bin sehr ein treuer Mensch, sehr ehrlicher Mensch. Pünktlichkeit ist auch eine davon. Romantisch, das erwarte ich mir, dass die Partnerin das auch ist. Mit seiner Mama und seinem besten Freund Robert soll es nun klappen, die Richtige zu finden. Wie die Frau an Gernots Seite sein soll, davon haben Mama Walpurga und Freund Robert schon eine ganz genaue Vorstellung. Mir ist wichtig, dass sie viel Herz hat und dass sie treu ist und auch mit anpackt, überall, im Haus, im Garten, was eben so anfällt. Ich finde, du solltest schauen, dass die einen guten Charakter hat, dass die lustig ist, dass die lachen kann und dass sie einfach zu uns passt. Ja. Ein bisschen was im Hirn soll es auch haben. Ne? Das ist nicht so schlecht. Ein bisschen mehr, ne? ein bisschen mehr oder weniger. Sie darf keine Dussi sein, das will der Gernot überhaupt nicht. Das braucht er nicht. Also er braucht kein, wie der Wiener sagt, Disco-Haserl. Sollte ein Mädel sein, eine Mischung, mit der er mal fein essen gehen kann, die sich dort zu benehmen weiß, aber die er mit ihrem durch den Wald spaziert und Schwammerl suchen geht. Eine Naturfreundin soll die zukünftige Partnerin also sein. Schließlich verbringt Gernot viel Zeit im Wald und in der Natur. Die Tierwelt und die Jagd zählen zu seinen größten Hobbys, die er auch als Verantwortung sieht. Da gehört das Füttern dazu, da gehört das Hegen dazu, da gehört natürlich auch das Schießen dazu. In dem Sinn, dass man den Wildbestand, dass man eben der Mensch das regelt. Die man dann auch sehr gut natürlich mit der Kulinarik verbinden kann. Und davon kann dann auch die Traumfrau profitieren. Schließlich kocht Gernot für sein Leben gern. Wer die Glückliche sein wird, das muss nun Mama Walpurga entscheiden. Und die hat ganz besondere Anforderungen. Aber vor allem wünsche ich mir, dass sie im gebärfreudigen Alter ist. Ich habe noch keine Enkelkinder. Und jetzt bin ich schon so weit, dass ich mich darüber sehr freuen würde, ja, Nachwuchs zu haben im Hause. Das wäre schön. Der Wunsch meiner Mutter, dass sie Oma wird, würde er gerne erfüllen, mit der richtigen Partnerin für mich und der richtigen Schwiegertochter für sie. Aus unzähligen Bewerberinnen hat Mama Walpurga 4 Favoritinnen ausgewählt, um sie zu prüfen. Ich möchte gerne viel dazu beitragen, dass endlich die richtige Frau ins Haus kommt. Ich bin wirklich gespannt. Und hier sind sie, die 4 Frauen für Gernot. Die 31-jährige Andrea ist die erste auf dem Weg zu ihrer großen Liebeschallenge. Die aufgeweckte Linzerin will das Herz von Kandidat Gernot gewinnen. Ich kriege den Gernot, weil ich temperamentvoll und spontan bin und man aber auch schöne Abende mit mir verbringen kann. Auch Kandidatin Manuela steht in den Startlöchern. Die Powerfrau ist sich sicher, bei ihr wird Gernot nicht Nein sagen. Einen erwachsenen Sohn hat die 45-Jährige bereits. Mit dem Richtigen könnte sie sich aber noch ein weiteres Kind vorstellen. Die potenzielle Schwiegermama wird's freuen. Der Gernot wird sich für mich entscheiden, weil ich bin blond, intelligent, der familiärste Typ und ich will ihn um den Finger wickeln. Kandidatin Petra lässt nicht lange auf sich warten. Die elegante Wienerin passt genau in Gernots Leben. Da ist sich die 38-Jährige sicher. Mit Schwiegermüttern hat sie keine Probleme. Also will sie auch die zukünftige für sich gewinnen. Ich bekomme den Gernot, weil wir total viele Gemeinsamkeiten haben und wir beide sehr gerne kochen. Die 4. und letzte im Bunde ist die 33-jährige Irina. Die sexy Russin kennt ihre Stärken und will mit einem selbstbewussten Auftritt bei Gernot punkten. Die Blondine möchte dann auch noch seine Mama um den Finger wickeln. Ich kriege den Gernot, weil ich mag einen Rotwein so wie er und ich bin einfach die Schönste. Hallo. Auf diesem Parkplatz wurden die 4 Grazien bestellt. Gesehen haben sie sich zuvor noch nie. Hallo. Hi. 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 Ja, es fällt uns nicht mehr, der Hahnenkorb. Und der ist bereits im Anmarsch. Mit Mama Walpurga versteht sich und mit seinem besten Freund Robert. Zu zweit soll es nun endlich gelingen, den 41-jährigen Gernot unter die Haube zu bringen. Hallo, meine lieben Damen. Das ist eine Überraschung, so hübsche Ladies. Hallo, ich bin die Mama von Gernot. Hallo. Hallo, freue mich sehr. Hallo, mich freut mich. Hallo, willkommen. Meine Mutter ist sehr forsch, weiß, was sie will. Das taugt mir, ich bin auch so eine Frau. Und ist mir sehr sympathisch. Also die Mutter und ich, glaube ich, nehmen dieselbe Wellenlänge. Sie erinnert mich an meine Mutter, weil die russische Mutter sind eigentlich schon ziemlich gleich. Ja. Ein bisschen streng, aber gleichzeitig sind sie lieb und, ja, und freundlich. Die Mama. Hallo, servus, grüß dich. Hallo. Hallo, servus. Der Gernot schaut sehr sympathisch aus, erster Eindruck.
kommt gut rüber. Ja, gefällt mir. Also ich finde ihn Gernot sehr freundlich und ich glaube, er ist ein ganz ein lustiger. Also ich muss sagen, es sind echt alle irrsinnig lieb und nett, aber am ersten Eindruck gefällt mir eigentlich die Irina am besten. Der Gernot hat ja schon seine Favoritin auserkoren. Aber ich sage, das ist nicht so wichtig, das Aussehen, sondern es kommt auf andere Werte an. Ihr wisst ja alle, dass ich mir sehr gerne ein Enkelkind wünschen würde. Und wir sind da hier im Lakeside vor dem Kindergarten Sunrise, das ist mein Kindergarten. Und da werden wir jetzt gleich einmal schauen, wie ihr mit den Kindern umgehen könnt. Und leider muss uns ja heute eine schon verlassen. Hoffentlich bin ich nicht die Erste, die gehen muss. Ich würde ihn schon gern näher kennenlernen. Ja, das finde ich schade, dass schon eine gehen muss. Gehe aber davon aus, dass das sicher nicht ich bin. Ich glaube, ich kann ganz gut überzeugen, weil ich ja selber eine vierjährige Tochter habe. Und ich denke, das wird schon lustig jetzt im Kindergarten mit den Kiddies. Es ist traurig, wenn einer gehen sollte. Aber naja, sie ist die Chefin hier. Von Kärnten ins steirische Schladming und somit zu Singlesohn Nummer 2, dem 40-jährigen Günther Leon. Der Hobby-Sommelier ist in der Gastronomie tätig und ist seit über einem Jahr Single. Also ich biete einer Frau meinen Charme, meine Ehrlichkeit, meine Direktheit, meine Sportlichkeit. Und ich möchte sie auf Händen tragen. Also sie soll schon meine Prinzessin sein. Leons Mama Elisabeth und Schwester Burgi werden versuchen, die Richtige für ihn zu finden. Sie wünschen sich, dass Günther Leons Single-Leben ein Ende nimmt. Die Richtige muss her. Ich stelle mir für den Leon eine Frau vor, die hauptsächlich, sagen wir mal, häuslich ist. Und kochen soll sie können. Das ist irgendwo Bedingung im Leben, nicht? Also, dass sie was hinstellen auch kann am Tisch. Jetzt helfen wir zweimal zusammen, dass du mal was Gescheites rauskriegst. Freut mich. Taugt mir voll. Ja, ja. Günther Leon lebt am elterlichen Hof auf 1200 Metern Seehöhe. Die zukünftige sollte auch mit anpacken. Sie sollte sich schon mit uns verstehen. Uns ebenso akzeptieren, wie wir alle sind. Also auch mit den Eltern, mit dem landwirtschaftlichen Hintergrund. Burgi kennt ihren Bruder sehr gut und hat klare Vorstellungen, wie die Richtige für Günther Leon sein muss. Sie muss die gleichen Interessen haben wie der Günther, was Freizeitgestaltung anbelangt. Und auch Verständnis für seinen Beruf. Er ist ja in der Gastronomie tätig, auch als Tischjockey so nebenbei. Ich lerne gern Sprachen, also ich lerne ganz gern Russisch gerade. Also ich mache das so kleinen Zuhause, ein bisschen mit Büchern und so. Und während Günther Leon über den Russischbüchern brütet, macht seine Mama ihm die Wäsche. Doch damit soll es bald ein für alle Mal vorbei sein. Günther Leon braucht eine Frau. Und zwar schnell. Ich vertraue meiner Schwester und meiner Mutter 100%, dass die die richtige Auswahl treffen, was meine Frauen angeht. Also ich lasse mich da gerne überraschen. Wir werden uns die Mädels halt gut ansehen, dass wir ja nicht die Falsche für ihn aussuchen. Also wenn wir zwei zusammenhelfen, gell, dann Leon, da kann eigentlich nichts schief gehen, oder? Ja. Ich, da kann nur das Beste rauskommen. Ja, ich zähle auf euch. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Na dann, und hier sind deine Frauen. Diese vier Single Ladies wollen Günther Leon näher kennenlernen und haben die weite Reise ins im April immer noch verschneite Schladming auf sich genommen. Günther Leon wird langsam nervös. Das ist die 41-jährige Frohnatur Sandra. Ich krieg den Leon, weil ich ihn mit mir begeistern werde. Bewerberin Nummer 2, die selbstbewusste Tanja 33. Also ich kriege Leon sowieso, weil es einfach so ist, dass er mit meinem Temperament überzeugen wird und da werden wir eine lässige Zukunft haben. Die Jüngste im Bunde, die treuherzige Lilly, 30 Jahre alt. Ich kriege den Leon, weil wir viel Gemeinsamkeiten haben und ich mit meiner Ehrlichkeit überzeugen werde. Und die alleinerziehende Mutter Andrea, 31. Ich kriege einen Leon deswegen, weil ich ein ehrlicher, lustiger Mensch bin und weil ich mich mit Sicherheit vor allem miteinander am besten mit seiner Mama verstehe. Für unseren Single-Mann Günther Leon sind also vier starke Frauen im Anmarsch. Der steirische Single wird zunehmend nervöser. Schön, dass du da seid. Puh, ich bin auch aufgeregt ein bisschen. Ja, wer bist du? Andrea. Günther Leon, hallo. Grüß dich, Lilian. Günther Leon. Hallo. Gut angereist, ja? Servus, Tanja, hallo. Hallo. Servus, Interlien. Sandra. Jetzt möchte ich euch ein kleines Rosa geben aus dem Garten Eden, gell? Hab ich frisch gepflückt.
bisschen Erfrischung. Passt gut zum Tenor zu. Danke. Wow, super. Danke. Ja, ich war jetzt schon ein bisschen aufgeregt, gell, muss ich schon sagen. Also leicht nervös. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall. Alle vier sind es ganz nett. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Der erste Eindruck war ja total nett. Ich weiß nicht, glaube ich, vielleicht ist er ein bisschen schüchtern. Ich weiß es nicht. Und vier Frauen auf einmal, das ist natürlich. Ja, was sagst du? Ja, klar ist der irgendwo ein bisschen nervös. Logisch, oder? Ja, klar. So, es ist ein bisschen kalt. Gehen wir ein bisschen rein, ein bisschen aufwärmen, oder? Ja. Ja. Darf ich ein bisschen was helfen? Oder lassen wir das da stehen? Nein, nehmen wir es mit rein. Oder? Der ist auch noch. Gehen wir es einmal vor die Haustür einfach. Ja, jetzt gehen wir auch schon mal rein in den Sturm. Und dann wartet schon ein bisschen was Hochprozentiges auf die Dame. Dann mal gleich mal testen, ob sie was aushalten. In Kärnten hat der Kampf um Singlesohn Gernot unterdessen bereits begonnen. In der ersten Challenge müssen seine vier Damen als Kindergärtnerin ihre Mutterqualitäten beweisen. Denn Gernots Mama will endlich ein Enkel. Für diejenige, die im Test mit den Kindern am schlechtesten abschneidet, könnte der Kampf um Singlesohn Gernot schon heute zu Ende sein. Ja, also dass wir da gleich so auf Herz und Nieren getestet werden, weil ich selbstverständlich, irgendwo muss die Mutter sich auch ihre Eindrücke holen. Und das Enkelkind dürfte wirklich oberste Priorität haben. Die vier Kandidatinnen versuchen, Mama Walpurga von ihren mütterlichen Qualitäten zu überzeugen. Ein bisschen Spielen und Basteln ist der resoluten Mutter aber noch lange nicht genug. Sie erhöht den Schwierigkeitsgrad der Challenge. Jetzt wird gesungen. Singen, ja. Ja, sie kann absolut überhaupt nicht singen. Aber egal, ich sag falsch, aber dafür mit Freude und das zählt. Also mit Inbrunst. Das Singen. Das war lustig, das war spitze. Lustig. Das war absolut spitze. Beim Singen ist es uns ein bisschen schwierig ergangen. Da waren die Kinder besser als wir. Ja, also ich meine, das war ganz nett, sagen wir mal so. Für Irina war es anfangs alles andere als nett. Denn die Kindergartenkinder wendeten sich ihren Mitstreiterinnen zu. Die Irina, die war am Anfang etwas leicht verkrampft. Ja, mir ist aufgefallen, dass die Irina am Anfang gar kein Kind hatte. Weil die Kinder so, jetzt kannst du nicht sagen, ja, komm her und sitz dir her. Das Kind entscheidet von allein, ja. Der erste Minuspunkt für Irina? Oder gibt es doch einen Ausweg? Und da dachte ich mir, dann werde ich eines von den dreien nehmen und einfach zwischen Irina und mich setzen. Mit der Zeit ist sie aufgetaut und hat es dann eigentlich auch sehr gut gemacht. Glück für die 33-jährige Irina. Kann sie bei dieser Challenge schließlich doch noch punkten? Sowohl bei Mama Walpurga als auch bei Gernot? Ich habe das sehr spannend gefunden, wie die Damen das gemacht haben. Sie waren eigentlich alle wirklich gut. Mir hat das Essen nicht gut gefallen, wie schnell sie eigentlich auf die Kinder eingegangen sind und genauso die Kinder auf die Damen. Ich muss sagen, es waren eigentlich alle vier ganz, ganz lieb mit den Kindern. Die Kinder sind ihnen zugegangen. Was mir aufgefallen ist, die Petra, die hat ganz besonders da sich hervorgetan und hat mir gut gefallen. Meine Favoritin war im ersten Eindruck die Irina. Jetzt ist eine dazu gekommen und zwar die Petra. Meine lieben Kinderlein, jetzt bin ich aber gespannt. Mit welcher war es denn lustig? Mit welcher war es denn nett? Welche hat euch denn? Das ist aber, du hast ja recht. Das sehe ich ja auch so. Jetzt habe ich eure Meinung gehört. Und ich habe mir auch so meine Meinung gebildet. Aber wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde mir jetzt jede einzelne liebe Dame vorknüpfen und werde mit ihr mal sprechen. Seid ihr einverstanden? Ja. Oh, gut, dann machen wir das, okay? Also mir haben die Damen alle sehr gut gefallen, aber jetzt werde ich noch einmal mit jeder Einzelnen sprechen. Ein bisschen nervös ist man natürlich, ja, weil man nicht genau weiß, was wird von einem erwartet, wie soll man sich jetzt verhalten. Aber ich glaube, dann wird einfach so, wie man ist, so ist man. Man kann sich da nicht viel verstellen. Also ich freue mich jetzt schon auf das Einzelgespräch mit der Mama, weil da kann ich dann erst richtig wieder beweisen, was ich drauf habe und wer ich wirklich bin. Und ja, jetzt vom Beobachten nur mit den Kindern kann man sich auch noch keinen Eindruck machen. Und da kann ich sicher noch mal richtig punkten. Für Gernots Damen hat also die Stunde der Wahrheit geschlagen. Die Einzelgespräche mit Mama Walpurga und Freund Robert stehen an. Die Spannung bei den Kandidatinnen steigt. Könnte dieses Gespräch doch über Rauswurf oder Weiterkommen entscheiden?
Dennoch heute muss eine gehen. Ich war schon sehr nervös. Es ist eh klar, wenn man da so zu der Mama kommt und die eben ausfragt. Wie ich hingegangen bin, war ich schon ein bisschen nervös. Ja, ist klar, weil man trifft ja jetzt neue Menschen. Ich hoffe, die Mama von Gernot mag mich gut leiden und sie mag meine Charaktereigenschaften. Ich habe gesagt, ich bin ja doch eine sehr temperamentvolle Frau. Und ich hoffe, sie glaubt, dass ich für ihren Sohn gut bin und nicht zu viel. Sie bringt was mit. Hallo. Hallo. So, jetzt haben wir gedacht, ich nehme euch ein kleines Stück Linz mit. So als ganz Willkommensgeschenk oder wie auch immer. Aber vielleicht bringe ich ein bisschen Freude mit. Vielen Dank. Bitte gerne. Nimm doch einmal Platz. Ja. Ich habe das sehr nett gefunden, weil das spricht schon vom Stil, von einer guten Erziehung und von gutem Benehmen. Also das muss mir schwer zugute halten. Sie weiß, was sich gehört. Doch ob das Geschenk der Linzerin ausreicht, um weiterzukommen, wird sich erst zeigen. Denn Mama Walpurga will ganz genau wissen, welche Frau am besten zu Gernot passt. Wieso glaubst du, dass du gerade die Richtige für meinen Sohn bist? Das ist eine gute Frage. Naja, ich denke, ich glaube, ich bin die Richtige, weil der Gernot, glaube ich, eine Familie, einen Menschen sucht. Weil ich beim Gernot denke, dass wir sehr viel gemeinsam haben. Ich meine, jetzt ist es noch viel zu früh, etwas zu sein, ja, weil man muss sich kennenlernen, ja, aber mir gefällt die Ausstrahlung, ja. Die wirkt sehr positiv, sehr nett zu sein. Und ich möchte auch eine Familie gründen. Also, ja. Das wäre, glaube ich, ein guter Anfang. Du weißt, dass ich ja sehr gerne ein Enkelkind hätte. Ja. Wie schaut es damit aus, grundsätzlich? Also grundsätzlich hätte ich von Haus aus immer gern gehabt eine kleine Fußballmannschaft. Das hat sich dann mit zunehmendem Alter immer geschrumpft. Ja. Und dadurch, dass ich ja jetzt schon älter bin, ist jetzt mal eines. Und ich hätte also nichts gegen ein zweites. Du hast Familienerfahrung. Ich habe ein bisschen Familienerfahrung. Ja, inwiefern? Also ich habe schon einen Sohn, okay. Der allerdings halt schon erwachsen ist. Und ja. Es wäre noch viel Platz in meinem Leben. Okay. Schön, ja. Okay. Sehr schön. Die Manuela hat gesagt, sie wäre da ganz offen dafür. Und ja, ich glaube, ich meine, das ist, soll jetzt nicht auch das ausschlaggebende Kriterium sein, aber ich glaube, da wäre das nicht das große Problem. Das wäre skurril, gleich nach einem kurzen Kennenlernen über die Kinderplanung zu sprechen. Das Alter spielt insofern keine Rolle, weil für alles gibt es heutzutage Ärzte, also, wenn dem dann so ist. Mhm. Aber ich würde das nicht auf den Kinderwunsch kaprizieren. Ende. Ich schon. Was? Ich schon. Aha, bitte. Doch. Was glaubst du? Gut. Und während sich Mama Walpurga und Robert beim Thema Nachwuchs in die Haare kriegen, sind sich Gernots Frauen bei einer ganz anderen Angelegenheit nicht so einig. Du weißt, der Gernot hat ja als Hobby die Jagd. Wie stehst du dazu? Naja, Reh schmeckt mir schon sehr gut essen. Wild essen tue ich sehr gern. Ich liebe die Tiere sehr. Ja. Und, ich weiß nicht, das anzuschauen, vielleicht ist es nicht so. Ich glaube, ich wäre eher so wie die Sissi, die dann hinten so wächelt und sagt, weg, lauf weg, bevor er schießt. Ja. Weil du gesagt hast, du liebst alle Tiere. Und was trägst du hier? Ja, das ist russische Gewohnheit. Ah, das ist russisch. Aber man isst auch Fleisch. Ist ein Kunstpelz, oder? Ja, stimmt. Genau, okay. Die Irina hat aber einen Makel. Sie hat mit Tieren, Jagd etc. nichts am Hut. Obwohl sie einen Pelzkragen trägt. Sehr originell. Tote Tiere am Körper tragen und sagen, ich liebe alle Tiere. Aber was gibt es heutzutage nicht alles? Aber man hat einen sehr guten Eindruck auch gemacht. Und das jetzt mit den ich liebe Tiere und Jagd etc. Man, jeder Mensch hat halt seine Vorlieben. Und ja, ist halt so. Ob Irina da nicht ein paar Punkte verspielt hat? Es bleibt also spannend. Welche Frau konnte überzeugen? Welche hat sich selbst ins Ausgeredet? Bald steht es fest. Der erste Rauswurf steht an.